Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich begrüße euch. Ihr denkt jetzt bestimmt, heute gibt es wieder einen Vlog. Eigentlich nicht, aber der Julian meinte, dreh mal so vlogmäßig mit, ich habe dir was bestellt. Ich habe was richtig Krasses im Internet bestellt. Und die liebe Bianca, ich habe die Post mal schön abgefangen, habe das im Keller versteckt. Überraschungsvideo für uns alle. Nein, nicht nur für dich. Ich weiß, ach scheiße, ja, die wissen es ja wahrscheinlich auch schon durch den Titel, ne? Ihr wisst es auch schon. Also eigentlich wirst nur du überrascht. Okay. Das Ding ist, ich habe was ganz Besonderes, wie ihr schon im Titel wahrscheinlich gesehen habt, bestellt. Das wird wahrscheinlich ziemlich eng. Das sind übrigens unsere Gäste. Die haben wir in Brasilien kennengelernt. Kennt ihr auch schon aus unseren Dezember-Vlogs? Boah, wer weiß, wie sie heißen, schreibt es in die Kommentare. Ich würde mal sagen, du hältst die Kamera. Ich gehe die Überraschung aus dem Keller holen, die ist etwas schwerer. Ich habe ein bisschen Angst. Bist du bereit, Baby? Sie sind angekommen. Ja, die Kamera läuft. Oder soll das nachher einfach werden? Jetzt zeig! Ich darf so schwer doch gar nicht tragen. Das ist eine Hüpfburg. Wo hast du die her? Ja, aus dem Internet. Oh mein Gott, Leute, wie geil ist das denn? Ey, aber warte mal, ich kann doch keine Hüpfburg hier einfach in meinem... Wie kommst du auf die Idee, eine Hüpfburg zu bestellen? Ich dachte mir, wie witzig es wäre, hier im Wohnzimmer aufzubauen. Und das Ding ist, die bläst... Passt die überhaupt hier rein, oder was? Die bläst sich in einer Minute auf. Boah, Julia, du bist so geil. Oh nein, die dürft's doch nicht verraten. Ich habe danach noch eine kleine Überraschung für dich. Die hören nicht mehr auf, die Überraschung. Hä, was? Ich bin gerade voll überfordert. Ich check das nicht. Pass auf. Bauen wir erstmal. Darf ich das aufmachen? Ja, klar. Soll ich dich dabei filmen? Ja. Ja, ich habe noch nie so ein cooles... So sieht's hier gleich aus. Hast du die gekauft? Hä, was soll ich denn sonst damit machen? Ausleihen. Nein, natürlich habe ich die gekauft. Hä, das heißt, ich kann die jetzt immer... Ja. Lassen wir die. Und das Allergeilste ist, wir haben ja Gäste. Und die übernachten zurzeit da und die können vielleicht heute Nacht da drauf übernachten. Denn? Hast du gehört? Nee. Unsere Gäste, das ist die Pumpe. Aber ich hoffe, die ist aber... Wo sind die Maße? Keine Ahnung. Wieso stehen hier keine Maße? Da. Oh, scheiße. Oh, scheiße. 3 Meter. Was ist 3 Meter? Was ist der erste Wert? Das ist die Breite, ne? Oder die Länge, ist ja egal. Höhe? Nee, Höhe ist 1,75 Meter. Also 3 Meter mal 2,25 Meter. Ja. Allein schon, dass ich so ein Teil hier besitze, macht mich irgendwie glücklich. Okay, warte. Freust du dich, Vivi? Ja! Ich hab noch nie... Und das Allergeilste ist... Wisst ihr was, wenn irgendwo so Stadtfeste sind oder so, will ich immer auf die Hüpfburg und nie darf ich, weil ich zu groß und zu schwer bin. Eigentlich wollte ich dir eine... Wie viel Kilo geht das? Keine Ahnung. Eigentlich wollte ich eine bestellen, die 3 Meter hoch ist und die hätte ja nicht reingepasst. Ja, das wäre natürlich super gewesen. Aber die müsste passen. Also klar passt die, weil die 1,75 hoch ist. Okay, ich kann ja auch hier drin stehen. Wir bauen jetzt auf. Aber muss dann durchgehend dieses Ding an sein und da rein? Nein, ist der Bläser nur einmal... Oh, hab den Adapter. Nein, haben wir... Was? Wir haben einen Adapter. Echt? Ja. Boah. Aber gut, Mann, dass du das... Oh mein Gott. Wir hätten jetzt keinen Adapter. Was wäre das für ein Scheißvideo? Ja. Aber weißt du, wisst ihr, was das Geilste ist? Wir haben abgemacht. Ich bestelle der Bibi was und sie bestellt mir was. Und sie hat es einfach vergessen. Es und ich tut mir leid. Ich habe kein Video. Und ich habe einfach total vergessen, dir was zu bestellen. Aber das sieht doch schon mal sehr geil aus, oder? Die Farben sind der Hammer. Das sieht so schön aus. Also noch sieht es aber sehr klein aus, muss ich mal sagen, ne? Was macht ihr? Ich bin mal sehr gespannt, wie es gleich aussieht. Ja, stimmt, damit ich gleich nicht aus Versehen rausfilme. Hier, guck mal, ist der Adapter. Oh! Aber guck, da muss man das doch durchgehend aufblasen. Nein, da muss ein Knoten rein. Okay, ich bin sehr gespannt. Was passiert? Voll cool. Wieso hast du mir... Wie bist du denn da drauf gekommen, eine Hüpfburg zu bestellen? Ich dachte mir einfach, weiß ich nicht. Ich hatte mir vorgestellt, eine Hüpfburg, die hier nicht reinpasst. Wie witzig das wäre. Okay, drück den Anknopf. Soll ich halten? Fertig und... Geht nicht? Schade eigentlich. Ah, jetzt. Oh! Das ist ja bloßes. Schade, es funktioniert nicht. Doch. Das geht ja mega schnell. Das sieht da raus. Alter! Was ist das denn? Hä? Wie groß ist der Boden denn noch? Geil! Ey, was ist das denn? Das ist eine Rutsche! Ach, das muss man fest an den Kacken, das geht nicht! Ja, wir müssen aber die Rutsche... Oh, oh! Ja? Und man sieht die Bibi schon nicht mehr. Oh, oh, oh. Alter, wie geil ist das denn? Wie geil! Oh mein Gott!
unser geil. Wunsch. Oh mein Gott, ist das geil. Okay, Bibi, dann geh mal rein. Ich komm da gar nicht rein. Nein, guck mal. Ja, irgendwie kommst du schon durch. Oh nein. Alles klar. Ich habe nämlich noch eine Überraschung für dich. Guck mal, Juli, hier ist sogar eine Rutsche. Ich bereue es irgendwie schon ein bisschen. Aber jetzt gleich kommen die ganzen Bälle noch da rein. Dann geht's richtig ab. Wir haben ein klitzekleines Problem. Die Hüpfburg funktioniert leider nur, wenn dieses Gebläse an ist. Ich dachte, man kann das irgendwie zuknoten. Oh Mann, Julian! Das ist doch kacke. Ja, das stimmt. Was ist denn das für eine Scheiße? Ja, okay, komm, dann lassen wir es an. Okay, Bibi, geh jetzt erstmal rein. Ich habe noch eine Überraschung für dich. Ja? Okay, Bibi? Ja. Danke. Ey, wie geil ist das denn? Ey, das ist voll geil. Ich fühle mich wie so ein kleines Kind. Ey, warte! Hä, wie kam der denn jetzt da durch? Oh nein. Was habe ich nur angerichtet? Ah. Entschuldigung, aber wer kann schon von sich behaupten, dass er eine flinke Hüpfburg mit Bällen hat? Bist du zufrieden mit meinem Video? Ja, Mann! Hier deine Kamera. Ja, warte! Oh, ich bin auch. Ja, komm auch rein. Dann kracht alles endgültig zusammen, wenn wir beide hier drin sind. Wie viele sind das denn? 1000. Nee, niemals sind das 1000. Das sieht viel weniger aus. Jetzt sag nicht, du steckst eins fest. Der Arzt hat gesagt, ich soll mich schonen und nicht ein Bällebad in meinem. Ich rutsch die Rutsche runter. Macht voll Spaß. Kannst du bitte deine Hausschuhe ausziehen? Und meine Prinzessin-Schloss sind keine Hausschuhe genehmigt. Ey, wie geil das Ding einfach ist. Ich muss mir das gleich mal von außen nochmal in Ruhe angucken. Ey, guck mal, wie das Ding einfach einsackt, seitdem du hier drin bist. Ja, tut mir leid. Oh, oh. Wir sacken richtig hart. Julian, wie viel Kilo? Wie viel Kilo? Ich kann doch meinen Bauch noch nicht bewegen. Ja, warte, ich komme hier nicht mehr weg. Geh noch von. Ja, warte. Die Burg fällt. Hä, warum? Ey, wusstest du, dass da so ein Ding ist und hast deswegen Bälle gekauft? Nee. Mit zwei Glitzer ist ein Ball! Nein! Ihr macht unsere Hüpfburg kaputt! Ihr miesen Schweine! Oh. Der Arzt hat gesagt, ich soll mich schonen! Nein. Oh nein, das Ding ist abgegangen! Nein! Wir haben ein minimales Problem. Schön ausruhen. Das Geräusch ist zwar irgendwann mal ein bisschen störend, aber hey. Ah! So gemütlich. Obwohl wir sogar auf diesem Bett liegen, ne? Ich glaube, ich schlafe heute Nacht hier drin mit dir. Alles klar. Und Kevin und Julian schlafen im Bett. Ja, genau. Wir bauen ein Zelt. Oh, scheiße. Boah, ist das chillig. Komm, wir liegen hier voll chillig und die rackern sich hier voll ab und versuchen irgendwie die Decke zum Halten zu bringen. Daumen hoch, wer auch gerne so ein Ding in seinem Wohnzimmer hätte. Stell mal, das Geräusch wäre dabei nicht an. Wie geil wäre das? Ey, Julian, dann würde ich kein Bett mehr haben, dann wäre das mein Bett. Danke sehr. Oh, sehr gerne hätte ich einen Strohhalm. Einen pinken Strohhalm, bitte. Kannst du den vielleicht in mein Getränk stecken? Schokoriegel. Ja, ich will einen Schokoriegel. Aber das kann ich nicht alles tragen. Soll ich dir dein Wasser wieder abnehmen? Ja, das wäre super lieb von dir. Danke sehr. Oh, geil. Und jetzt noch ein Schokoriegel. Warum bist du so lieb zu mir? Habe ich irgendwas angestellt? Oder hast du, nicht ich, hast du irgendwas angestellt? Julian? Ja, das ist unser Wohnzimmer. Darf ich vorstellen, wie lange soll ich das Video jetzt noch ziehen? Okay, Leute, ich würde sagen, wir beenden jetzt mal dieses Video. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr entspannt gerade. Oh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mal wieder etwas anderes wie oft auf diesem Kanal. Aber ich finde eigentlich die Idee, dass wir uns gegenseitig irgendwas bestellen, also was Cooles bestellen, gar nicht mal so schlecht. Und ich muss ihm ja eh noch was bestellen. Deswegen, wenn ihr irgendwelche abgespaceden Ideen habt, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Wenn ihr Bock habt, dass wir davon nochmal einen Teil drehen,
Daumen nach oben. Schaut unbedingt jetzt bei Julians neuem Video vorbei. Das verlinke ich euch natürlich auch in der Endcard und auch in der Infobox. Er weiß noch gar nicht, was er dreht, deswegen... Ich hab's jetzt so ein bisschen verkackt, aber wir kriegen schon irgendein geiles Video hin. Dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Ich hab euch lieb. Tschüss. Wo sind die Jungs? Hallo, sagt tschüss. Звуком и это мания, подобно настоящей магии, что разрывает от начала до конца твое сознание. One.